Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Clash of Clans Folge mit mir, den Hubi. So Leute, es ist endlich vollbracht. Wenn wir das jetzt so angucken, wir sind komplett um Max. Durch den sagt, oben macht es Innenklick. Er zeigt mir nur noch das Rathaus an. Und die letzten vier Sammler laufen zurzeit durch. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder in Kristall. Und ja, ich habe es leider nicht in Titan geschafft. Mir fehlt einfach die Zeit zurzeit zum Pushen irgendwie. Wer jetzt selber, ich habe bloß ein paar Angriffe. Okay. Ja, wie soll ich sagen? Also pushen alles schön und gut, man muss halt Zeit investieren. Clown-Spiele sind in einem Tag 18 Stunden wieder. Und dann wird es halt gehen. Vor allem, ich habe auch mal so wenig Pokale bekommen. Für Rathaus 12 haben wir mal 5 bis 10 Pokale. Und das ist, ich weiß nicht, 5 bis 8 zum Schnitt. Für Rathaus 12 und 11, das ist ja lachhaft. Also entweder mache ich das nochmal als Rathaus 11 dann. Vor allem da ich hätte schon Bock auf Rathaus 11. Rathaus 11 mit den Worden wäre eine richtig geile Sache. So, inzwischen läuft ja der Erdbebenzauber durch und ich habe einfach so gedacht, die dunklen Zauber und die dunklen Truppen müssen durch, damit ich die nächsten wieder für die Helden machen kann. Den Klonzauber werde ich nicht leveln, genauso wenig wie den Blitz. Einfach aus dem Grund, den Blitz brauchst du sowieso verdammt wenig. Meistens blitzt du ja die Luft ab und mache ich ja eh nicht, dass ich mit Drachen angreife. Das Einzige und die Kobolde, die werde ich auch nicht leveln. Die sind zwar auf Level 7 richtig stark, aber ich greife meistens eh mit Kinyog Bajan oder die 6er Kobold, die reichen ja völlig aus eigentlich. Also, ich sag's mal so, weil ich müsste jetzt mindestens noch 2 Monate auf Rathaus 10 bleiben, hocken, nichts mehr machen und keine Ahnung, ich weiß nicht, was wirst du da tun? Ich werde auf jeden Fall den Drachen noch leveln und den Babydrachen zweimal hochleveln, der geht auf Level 4. Das sind so die wichtigsten Items. Den Drachen werde ich genau starten, wenn das Rathaus läuft, also dass es zur Zeit gleich, vielleicht ein paar Stunden früher, minus plus, fertig wird. 10 Tage braucht es an der Verbesserungsdauer und dann funktioniert das eigentlich soweit. Aber wie schön, dass das eigentlich jetzt erschneit, geil. Also ich finde das eigentlich schon cool, den Button, dass man das einstellen kann, wegen den Schneien, beziehungsweise, oh, habt ihr schon mal eigentlich gewusst, wenn man jetzt ins Nachtdorf switcht, das wird die meisten nicht mal auffallen. Und du hast ja hier auch Schnee, aber wenn du jetzt hoch switcht zum Rand, ja. Ich denke, da ist super so ein kleiner Fehler unterlaufen. Genauso links seht ihr auch, da hast du so einen gewissen Radius, wie rechts auch, da wo kein Schnee ist. Hier oben ist kein Schnee, also hier, das ist praktisch so an dem Baumzipfel. Wenn ich jetzt hier so anklicke, hier ist so die Grenze und wenn ich hier hochgehe, ist kein Schnee. Das hast du eigentlich im normalen Dorf nicht. Du hast ja permanent hier Schnee. Und genau, was mir auch noch aufgefallen ist, letztens, wie ich so die Beutekarte, die ich hier abgedeckt hatte, ich habe mir gedacht, hä, wenn ich mir jetzt das genau anschaue, was ist denn das für ein Fehler eigentlich? Da ist ein richtig kleiner Grafikfehler. Der Gegner greift an. Ich bin leider dieses Mal nicht dabei. Cedric wird angegriffen von, keine Ahnung, Elektrodrachen. Also Elektrodrachen würde ich auch feiern. Wo ist denn, ach, da ist das Rathaus, deswegen geht er von hier ran. Ja, okay. Die Drachen splitten sich zu weit links außen. Also, ich denke mal, 2 Sterne werden es, aber auch nicht mehr. Alles klar, der hat nur ein 13er Ward, 37er Queen und 20er King, kann man sagen. Also, oh, ja, 3 Single-Empfänger. Also, das ist für Elektrodrachen eigentlich verdammt hart. Ja, ich denke mal, 2 Sterne werden es werden. Hier unten, also hier links, könnte ihr einen Babydrachen setzen, wo die linke Bauhütte ist noch. Mehr wie 2, also mit knapp, dass es 2 Sterne werden. Alles klar, er hat ja jetzt schon keine Drachen mehr. Das würde wirklich, ja gut, die hat die Helden noch. Also 2 Sterne sollten es auf jeden Fall werden. Ehrlich gesagt, ja, ich hätte den König, okay, das war nicht mal eine schlechte Wahl, dass ihn hier gesetzt hat. 2 Sterne werden es auf jeden Fall, aber zwar schon das höchste der Gefühle. Rathaus 12, also es soll ja auch heißen Rathaus 13 und ich bin echt gespannt. Vor allem, ich weiß halt nicht, was das so bringen sollte, noch ein Rathaus wieder rauszuballern. Vor allem, wie macht man jetzt das, wenn man wirklich ein neues Rathaus macht? Ich würde sagen, wir wechseln einfach mal Account, weil ich kann ja hier nichts machen. Wie gesagt, ich kann euch, wir können ein paar Angriffe hier auf Rathaus 10 gern testen. Ansonsten kann ich halt nicht sehr viel machen. Weil ich bin hier Max, Drache und Babydrache sind noch durch. In der Zwischenzeit machen wir auf jeden Fall Gratos. Nächstes Mal werden wir ein bisschen mit Nachtdorf eingehen. Ich will mal den Packer, werde ich gerne testen, wenn die Kanonenkarte auf Level 10 oder auf 12 ist im Schnitt, dass sie richtig überpowered sind. Und ich denke mal, dann Kanonenkarte und Packer wäre ein gutes Streamteam.
Und wie gesagt, also das mit dem Schnee, das ist mir aufgefallen. Vor allem, ich weiß nicht, sieht man das jetzt, wenn man bei der Wiederholung anguckt? Das war der Angriff, oder? Schau her, hier habe ich jetzt zum Beispiel Schnee beim Angreifen. Was, das wollte ich euch auch noch zeigen. Ja, okay, da habe ich angegriffen, okay. Das wollte ich jetzt nicht zeigen, weil Angriffe habe ich dieser Art schon oft gezeigt. Und wenn ich jetzt hier im normalen Dorf einen Angriff zeige, pass auf. Wir können ja gleich einen raussuchen, der ein bisschen viel Loot hatte. Wenn es euch interessiert. Das wäre der da, der war richtig Hammer mit 800.000 Gold. Der war snackig geil. Wenn ich hier angucke. Okay, da ist ja auch der Schnee. Also, es hat ja mal geheißen angeblich, da ist kein Schnee, aber ihr seht es aber. Doch, jetzt ist der Schnee weg. Aber okay, es ist wirklich so. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Echt wahr. Jetzt ist wirklich kein Schnee. Ihr seht, das ist eine inaktive Base. Eigentlich der beste Grund, hier cool zu farmen. Mache ich schön den Queen Walk und balle hier unten die Mine rein. Also, es ist nichts Schweres, vor allem mit meiner Level 3. Da kannst du eigentlich nicht falsch machen. Auch das ist eigentlich Rados 9 Base. Das war vielleicht ein 9,3 wegen der neuen Infernity mit des neuen X-Bogens, aber ansonsten ist es nichts Großartiges. Man kann es mal auf vierfache Geschwindigkeit machen. Jetzt wäre ganz unten. Ich setze den King jetzt genau, dass er den Inferno schön wegholt und ein bisschen abschneidet und die Miner richtig unten die Linie durchmarschieren. Eigentlich war es nicht mal so ein optimal super Angriff, muss ich echt zugeben. Obwohl es sind doch viel überlebt. Das täuscht jetzt ein bisschen. Also es war jetzt nicht optimal. Ich habe auch keine Rambock bekommen. Vor allem, ich brauche jetzt auch keinen Rambock fürs Farmen. Also muss ich jetzt nicht haben. Es ist eigentlich, wie gesagt, das ist ein schöner Loot. Aber wenn man es nicht mehr braucht, das ist halt das Problem. So, wie gesagt, wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff. Ich will ein bisschen Meisterhütte 6 euch Angriffe machen. Ich sage einfach mal kurz, wir wechseln den Account und dann sehen wir uns drüben wieder, meine Freunde. So, wir sind jetzt wieder angelangt. Wir haben noch 12 Minuten Schild, okay? Das ist jetzt eigentlich nicht mal so viel. Ich habe jetzt zurzeit 58.000 Dunkles. Der Babydrachen läuft noch 12 Tage, 12 Tage, schon sind 12 Stunden durch. Dann ist der fertig auf Level 2, der ist dann maxed. Ich werde wahrscheinlich auch dann den Golem maxen. Klar, Valkyren würden sich mehr anbieten, da die ja wirklich Zerstörungsmaschinen sind. Aber ich mache gerne Go Hog. Golem und da empfiehlt es sich, wenn der Golem ein bisschen mehr tankyhaft ist, weil die Helden noch nicht so hoch sind, sehr, sehr gut. Der König geht zurzeit auf Level 17 und die Queen auf Level, ist ja auf Level 17, stimmt. Wie gesagt, ich will als erstes den Golem machen und in 2 Tagen sind die Clan-Spiele. Ich werde jetzt aber auch mit denen wieder in den Clan gehen. Zurzeit bin ich in keinem Clan drin, weil ich einfach es nicht so sinnig halte zurzeit. So. Ja, wie gesagt, wir können hier noch Fallen bauen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brauche noch den Bogiturm, würde ich noch gern bauen, vielleicht. Den Luftabwehrfeger und die Magieturm. Die neuen Mauern und den X-Bogen vielleicht nicht. Vielleicht lasse ich auch nur die X-Bogen weg. Vielleicht baue ich ja mal alles. Also, bis auf die X-Bogen würde ich mal das lassen, weil der Account, denke ich mal, wird auf Rathaus 9 bleiben. Einfach so ein kleiner Fun-Account, würde ich sagen. CW-Account kann man damit machen. Ich finde Rathaus 9 eigentlich schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wir machen jetzt mal einen Bilderhall-Angriff. Mal ein bisschen das Test mit der Kanonenkarte. Ich weiß, es sind meistens unfertige, gerushte Gegner, aber okay. Wir müssen das Beste draus machen. In diesem Fall würde es sich nicht anbieten, hier mit, obwohl mit Luft würde es sich fast dennoch anbieten, da hier sehr viele Luftabwehren oben sind. Und natürlich, wie gesagt, der Brutzel und die Luftabwehr recht zusammen sind. Also, ich würde sagen, 3 Babys, 6 Babys und 20 Lakaiens. Wir können erstens mal das snacken, das snacken. Hier oben greift schon wieder dieser Wachposten. Vielleicht holen wir noch dieses Sammler-Rhodium. Und dann müssen wir eigentlich mal in die Mitte gehen. Okay, der bekommt es sogar. Ah, da war eine Bombe. Das war sehr nice, dass wir die aufgespürt haben. Ich glaube, das könnte man noch holen. Und dann müssen wir auch schon leider in die Mitte. Ich warte jetzt wirklich noch, bis das Lager hier weg ist. Und dann schickt man die Babys hinterher, so als kleiner Rammschild. Den Baby setzt man hier draußen an und den Baby setzt man hier an, dass der mir die Kanone wegholt, damit die Truppen hier mittig reinfliegen. So, ich denke mal, das wird gut. Das schaut eigentlich recht gut aus. Die linke Bogiturm müsste man. Ah, der ist mit ein Fitzelchen hat der überlebt. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Die Riesenkanone fällt. Wir können die Kampfmaschine jetzt mal nachpullern. Ja, oh gut, die Meisterhütte ist eigentlich recht gut angeschlagen. Das ist eigentlich so weit okay. Ja, wie gesagt, das ist halt schwer, einfach Nachtdorf. Was ich mich persönlich wünschen würde, wäre natürlich auch, wenn da hier wirklich mal was dazukommen würde.
So Clankriegs-Sachen würde ich persönlich echt feiern, dass es nach der Fahrt nichts irgendwie gibt, wo man jetzt sagen kann, okay, du kannst ja hier irgendwie so dein Dorf auch verbessern, weil du hast jetzt nur diese drei Angriffe. Okay, andere sagen drei Angriffe, ja, man könnte da mehr machen, gebe ich euch auch recht, aber jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt wirklich hier auch noch gefühlt 20 Angriffe machen kannst, dann... Okay, ja, manchmal klappt es mit den Hexen, manchmal klappt es nicht. Also in letzter Zeit, da ist einer dabei, der hat es mal nicht funktioniert. Wie gesagt, wenn er mehr Def hat, das ist, er tut sich da natürlich recht leicht. Ich habe keinen zwar schon den Brutzler, aber ein Armeelager weniger. Ich denke mal, ein Armeelager bekommt man dazu. Ja, das macht natürlich schon sehr viel aus. Und die Riesenkolonie macht auch was aus. Ich würde sagen, wir machen ja nicht nur einen normalen Angriff, wir suchen in der Zwischenzeit hier einen Gegner. Was ich mir wünschen würde, du hast bei den Clanspielen die vorderste Spalte immer, ich glaube, so im Schnitt 500.000 Gold von jeder Sorte. Was ich mir persönlich wünschen würde, mal bezüglich der Clanleagues liegen. Das ist manchmal so unfair irgendwie gelistet. Klar, wenn du jetzt wie bei unseren letztlichen CK liegen, wo ich dabei war, Radas 8 als Gegner hast, du hast zwar deinen Vorteil, aber ein Radas 8 gegen einen 10er, was willst du machen? Ein Radas 8 hat gegen den 9er schon fast keine Chancen, dass er wirklich, also dass er, ich sag jetzt mal, so eine Chance auf zwei gute Sterne hat. Und wie gesagt, bei einem Radas 10er, da kannst du es eigentlich fast vergessen. Weil mit Hox kannst du nur angreifen, wenn du die Base rockst, dass du wirklich sagst, du holst dir drei Sterne raus. Valkyrien auf Level 2 sind nicht effektiv gegen Radas 10er Devs. Vor allem da natürlich wieder gute drei Level dazugekommen sind von Radas 8 auf Radas 10. Radas 9 ein Level der Dev und Radas 10 zwei Level der meisten Devs. Das macht sich schon wirklich bemerkbar. Wäre das Dunkle jetzt mit dem Boogie-Turm getauscht, hätte man das schön snipen können. Ja, ich sehe es, manchmal muss man echt suchen. Vor allem, wenn du aufnimmst, ist es halt wirklich so. Was ich jetzt noch bezüglich der Clankriegsligen sagen wollte. Wieso machen sie es nicht so, dass es wirklich ein bisschen erst Radas bezogen ist? Es gibt jetzt wirklich WDR-Account, bleibt auf Radas 9. Würdest du jetzt einen Radas 9er-Account suchen, einen Clan suchen, angenommen, und dann könntest du ja auch geblieben, sag mal, ein Champion sein. Also, du hast ja nie die Möglichkeit, dass du ein Champion bist. Hey, alles klar, Alter, was machst du? Ah, was heißt das? Na? Nabla. Nabila. Ach so, die hat ihren Namen geschrieben. Was ist denn das für eine Base, jetzt mal ehrlich? Ich würde ihn zwar schon gern mitnehmen, aber der hat jetzt nicht den anmäßigsten Loot. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, da könnte ich ja irgendwen angreifen. Hätte der jetzt Loot gehabt. Ja, siehst du, machen wir jetzt das Weiterklicken auch eine Vorzugsweise. Und zwar würde ich schon sagen, hier unten ist keine Luftab. Hier ist eine Luftabwehr, ich weiß. Ich würde sagen, wir nehmen ihn hier in den Queen Walk hier rein, dass wir hier sehr viel rausbekommen. Der hat jetzt zwar nicht sehr viel Dunkles, aber Leute, jetzt mal ehrlich, wer da nicht angreift, den kann ich leider auch nicht helfen. Dann würde ich sagen, hier nehmen wir den Babydrachen hin. Der holt sich natürlich jetzt noch, ich hoffe, den Bohrer. Wir nehmen das hier schnell weg. Okay, das reicht nicht, weil die Kanone wieder in der Reichweite ist. Komm. Ja, der hat den Bohrer bekommen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich wollte. Ach komm, jetzt. Der Riese tankt natürlich jetzt nicht so, wie er soll. Die Queen. Ja, gut. Eins, zwei, drei. Wir sprengen mal hier auf. Der Bogiturm, ah, okay, er ist leider nicht, er ist jetzt auf die Queen anvisiert, okay? Dann brechen wir hier rein. Okay, was ist natürlich jetzt was so richtig, Pau? Wir müssen sie jetzt leider zünden. Ja, eine 17er Queen ist natürlich immer schon eine gewagte Sache. Wir müssen sie jetzt auch Ding powermäßig, weil hier sind zwei, drei Bogitürme drin. Und ja, die machen schon guten Damage. Ich würde schon vorzugsweise vorschlagen, wir gehen von dieser Seite her mit den Q-Squad rein, da wir. Hier setzen wir die an. Dann hier die Packers, die Packerlies rein. Wir können hier auch nochmal nachspringen, aber ich denke mal nicht, dass es großartig was bringt. Wir müssen. Das wäre jetzt knapp. Oh, nein, 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 nein. Oh, das war jetzt wirklich auf dem letzten Wermutstropfen. Jetzt habe ich natürlich keinen Rage mehr, da natürlich die Queen so blöd auf den König gegangen ist, aber okay. Ich denke mal, für den meisten Loot wird es reichen. Wir haben auf ihm einen Stern, okay. Ja, ich habe zwar hier die Sammler, aber ich sag, an die Sammler ist nicht so viel drin, Leute. Lasst euch da nicht immer irritieren. Also jetzt passt mal auf, die Goldmine hat mindestens 60.000 Gold in sich. Ja, schau mal an. Die hat sogar alles drin. Ach, jetzt sterben mir die Heiler weg. Etwas ärgerlich. Ja, okay. Wir lassen das jetzt mal auflaufen, aber ich denke mal, da wird nichts mehr rechts gehen.
Da die Queen jetzt keine Heilung mehr hat und ja, wir geben auf, weil es bringt gar nichts mehr. Ich denke mal, 600.000 von beiden ist zufrieden. Es war jetzt zwar nicht viel Dunkles, aber es ist jetzt auch, ich habe den erst folgenden Grund mitgenommen, nicht wegen den Sternenbonus, sondern da ich natürlich, aber es sind wieder ein Kristall 2. Also ich muss sagen, Kristall fand mich echt gut. Rune des dunklen Elixiers. Ja, ich hatte natürlich ein Event. Da man sagt, das kann man sich gönnen. Also, wie gesagt, hier nehme ich natürlich wieder meine Standard-Taktik, Farm-Taktik. Hier unten habe ich meine Gehog-Armee. Und ganz oben drüber habe ich hier meine Golaluna-Armee. Es ist halt immer. Ich kann natürlich gerne ein Video drüber machen. Wenn ich nur klar bin, mache ich ein paar Angriffe wieder mit. Dann kann ich euch auch genau erklären, schildern. So, wir haben natürlich 4 Millionen Gold. Wir machen natürlich die Luftabwehr. Die mache ich schon gerne Max und die Teslas. Ich weiß, eigentlich Luftabwehr muss ich noch bauen. Ich mache Max als erstmal diese beiden. Also diese drei. Und dann den Tesla. Und dann machen wir vielleicht eine neue Luftabwehr. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch diese Devs wirklich bauen. Also es ist am Rathaus 9. Ich weiß nicht, 8.5. Eigentlich bringt es ja nichts mehr. Aber ich werde. Mir ist der folgende Grund: Ich würde gerne Max Tölten haben und Radast 8 habe ich alles auf Radast 8 Niveau. Einfach aus folgenden Grund: Wenn ich der Max bin und mit der Dev und die Mauern, also nicht der Dev, alles so auf Radast 8 Niveau, bekomme ich keine Radast 10er mehr. Und das wäre mir eigentlich wichtig, weil wenn du wirklich einen Radast 10er wieder bekommst, bin ich ja wieder schutzlos. So, das können wir mal sammeln. Wir haben nochmal 1 Million. Ich würde schon sagen, wir machen die Dev auf jeden Fall. Wie gesagt, ich überlege es mir nochmal. Und ich denke mal schon, dass wir das machen. Jetzt erstmal die Tesla und die Luftabwehr ballern mal hoch. Wie gesagt, wir können eine Mauer wieder machen, dass wir nicht zu viel Elixier hier mit bereitstellen für die Gegner. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den Clankollegs liegen halt. Also ich denke mal, es wäre sinniger. Genauso was ich auch sagen wollte, wäre es doch auch sinnvoll, wenn praktisch jetzt, wenn man jetzt raus aus dem Max ist, wie in dem Fall von mir, deshalb muss ich so handeln, weil ich das nur, weil sonst bekomme ich einen Zehner. Klar, wenn ich ein Max-Zehner bin, kann ich einen Low-Zehner wieder dreien, das ist jetzt kein Problem. Aber es geht jetzt einfach aus folgendem Grund: Du hast halt wirklich nicht ein Gegenüber, wirklich, wo du dreien könntest. Deshalb, Supercell könnte das, werde ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob die meisten mir so beipflichten. Wenn du jetzt Rathaus 9 Maxed wärst, bekommst du auch nur ein Rathaus 9er Max als Gegner. Sobald du ein Rathaus 10er unten hast, bekommst du auch ein Rathaus 10er als Gegner. Weil dann könnten wirklich welche Leute sagen, sie bleiben wirklich nur noch auf Rathaus 9. Und dann würdest du einfach sagen, okay, ich mache jetzt einen zweiten Account oder den ersten Account, mir gefällt Rathaus 10 jetzt ein Jahr lang, mache ich gerne CK mit, hast nur noch Rathaus 10er als Gegner. Dann würde es auch sinniger sein. Deshalb würde ich sagen, wäre im Nachtdorf auch so, dass Meisterhütte gegen Meisterhütte ist, wäre halt fairer. Und sobald eine Meisterhütte ist, ja, bekommst du auch neue Gegner. Wäre mein Vorschlag, genauso wie ich vielleicht sagen würde, Nachtdorf, was ich noch sagen wollte, das ist mir auch eingefallen, wenn man ja die Meisterhütte bekommt, man bekommt ja pro Angriff so und so viel Loot, können wir kurz im Nachtdorf hier rüber gucken. Und zwar, wo haben wir es denn? Hier ist der Bonus. Der Bonus bekommst du ja aktuell von den Trophäen, was natürlich ich auch positiv finden würde, wenn man jetzt ungehindert sagen würde, man bekommt so einen kleinen Bonus, nur 50.000 Gold oder ich sag mal so, von Meisterhütte ein bisschen steigend, wenn man jetzt die Meisterhütte erwischt. Holt man jetzt nur ein Stern und die Meisterhütte nicht, okay, dann würdest du jetzt sagen können, okay, du bekommst so einen kleinen Trostbonus, auch wenn du jetzt mal verlierst, aber du hast die Meisterhütte geholt. Wie als würdest du es Radas holen? Es ist ja jetzt ein externes Lager, die Meisterhütte nicht. Ich weiß nicht, weil die Meisterhütte, man muss ja eh auf Sterne gehen. Wer vielleicht auch was? Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr die Vorschläge findet, ob ihr mir die beipflichtet, weil ich sag's mal so: Clankriegsligen sind derzeit sehr schwer für Low-Rathäuser. Da bist du als Rathaus 11er schon wirklich angeschmiert in Rathaus 12er. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dahin, Peace out, euer Masterpiece. Ciao, ciao, meine Freunde.